Eine Nachricht der göttlichen Justinia. Das ist eine Fälschung. Wir haben Feinde, die uns auf diese Weise täuschen würden. Nein, sie ist echt. Genau um dieser Gefahr vorzubeugen, fügen Justinia und ich verschiedene Hinweise in unsere Briefe ein. Diese Nachricht wurde vor Monaten, vielleicht schon vor Jahren geschrieben, um mir bei ihrem Tod zugestellt zu werden. Ich habe schon von derartigen Absicherungen gehört. Bei einem plötzlichen Tod bleiben oft einige Dinge unerledigt. Ich werde nach Valence gehen, einem kleinen Dorf am Wachen Meer. Irgendetwas ist dort versteckt. Warum sollte sie etwas in Valence verstecken? Was ist so besonders daran? Bevor Justinia die Göttliche wurde, war sie lange Jahre eine ehrwürdige Mutter der dortigen Kirche. Es ist für sie ein Ort von großer Bedeutung. Wisst ihr, wonach ihr dort sucht? Die Göttliche war eine mächtige Frau, die ihre Stellung genutzt hat, um die verschiedensten Dinge in ihren Besitz zu bringen. Was auch immer sie in Valence versteckt hat, wäre der Inquisition höchstwahrscheinlich nützlich und darf nicht in falsche Hände geraten. Wenn ich Glück habe, hat sie mir Anweisungen hinterlassen. Ihr erhaltet eure Anweisungen von mir. Welche Art von Hilfe könnte euch schon eine tote Göttliche geben? Ich weiß es nicht. Es hat womöglich etwas mit der Kirche zu tun. Vielleicht ist es aber auch etwas Persönliches. Sie hat mich viele Jahre lang geleitet, Inquisitor. Als Göttliche ebenso wie als Freundin. Es gibt immer noch Tage, an denen ich sie um Rat bitten möchte. Nur um mich dann wieder daran zu erinnern, dass ich allein bin. Ich werde euch helfen, so gut ich kann. Ausgezeichnet. Ich hatte gehofft, ihr würdet mich nach Valence begleiten. Eines noch. Wenn das, was in Valence versteckt ist, wirklich so wertvoll ist, wie ich vermute, werden wir nicht die Einzigen sein, die danach suchen. Wir treffen uns dann bei der Kirche in Valence. Und versucht euch nicht allzu viel Zeit zu lassen. Es ist genau wie in meiner Erinnerung. Ihr habt mir gar nicht erzählt, dass ihr schon mal hier wart. Nachdem die Verderbnis beendet war, kam ich hierher, um Justinia aufzusuchen. Damals war sie einfach Dorothea, eine ehrwürdige Mutter. Nach dem Tod der Heldin von Ferelden brauchte ich ihre Weisheit. Es ist so friedlich hier. Ihr müsst schöne Erinnerungen an diesen Ort haben. Es war ein Ort des Trostes. Umso mehr freut es mich, dass Corypheus ihn bislang unangetastet gelassen hat. Liliana, seid ihr das? Schwester Natalie, was macht ihr denn hier? Ich dachte, ihr wärt in Val-Royaux. Nein, seit Justinias Tod bin ich hier. An diesem Ort fühle ich mich als wäre sie noch immer bei uns. Inquisitor, das ist Natalie, eine enge Freundin. Moment mal, Inquisitor? Ihr bringt den Inquisitor hierher? Bitte verzeiht mir, Herr, dass ich euch nicht eher erkannt habe. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute, die mich nicht erkennen. Oh, ich verstehe. Hört zu, Natalie. Irgendetwas ist hier versteckt. Etwas, das mir Justinia hinterlassen hat. Oh, wirklich? Was ist es denn? Ich weiß es nicht, aber wir werden es herausfinden. Ich bin neugierig darauf zu sehen, was uns alle hierher geführt hat. Justinias Brief enthielt Anweisungen für mich. Allerdings waren sie etwas kryptisch. Vergiss nie, dass der Glaube einem dürren Ast entsprang. Das Licht die Dunkelheit nicht fürchtet. Und vor allem, dass einem offenen Herzen Stärke innewohnt. Sie will mir damit gewiss etwas sagen. Sehen wir uns hier einmal um. Singen Sie dort immer noch jeden Freitag Verse aus dem Segen? Vor allem dieser Lobgesang hatte es Justinia angetan. Ja, natürlich. Wir würden niemals die Traditionen unserer Göttlichen aufgeben. Es ist schön, das zu hören.
starre ich auf die Bresche. Sie ist... Vorsichtig sein, Natalie. Justinias Feinde schlafen nicht. Sie wetteifern um Positionen und den Sonnenthron. Was war das? Wir scheinen etwas geöffnet zu haben. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Schluss damit, Liliana. Was macht ihr denn? Ich beschütze uns. An Freitagen wird hier niemals der Segen gesungen, Natalie. Es war etwas so Einfaches und ihr macht einen solchen Fehler. Ich wollte euch glauben, aber ihr habt von Anfang an gelogen. Haltet euren hübschen Mund ruhig geschlossen, wenn ihr wollt, meine Liebe. Ihr habt mir ohnehin schon alles verraten, was ich wissen musste. Die Dorngrasklätten an eurem Saum, euer Gerede über den Sonnenaufgang hinter der Bresche. Das alles weist auf einen Ort hin. Morel in den Dales. Die Bastion der obersten Klerikerin Victoire. Sie hat euch geschickt, nicht wahr? Victoire war schon immer eine Opportunistin. Wer ist diese oberste Klerikerin? Ich habe noch nie von ihr gehört. Sie ist eine Klerikerin mit großer Erfahrung. Sie war nie einer Meinung mit Justinia, hat ihre Vorstellungen aber stets für sich behalten. Ich nehme an, jetzt, da Justinia tot ist, hielt sie ihre Zeit für gekommen. Wir müssen keine Feinde sein, Natalie. Ihr könntet mit uns kommen und euch der Inquisition anschließen. Ich bin dazu berufen, der obersten Klerikerin zu dienen. Ich werde sie nicht verraten. Dann tötet mich. Ich habe keine Angst, für meine Überzeugungen zu sterben. Ich zumindest weiß noch, woran ich glaube. Wir müssen sie nicht töten. Nein, ich muss die Inquisition schützen. Sie ist eine Feindin. Seht nur, was aus euch geworden ist. Die Rechtschaffenen treten dem Dunkel entgegen. Und der Erbauer wird... Nein, das kann es nicht sein. Hier ist nichts. Es ist nicht das, was ihr erwartet hattet. Das bedeutet aber nicht, dass es nichts ist. In den Deckel wurde eine Botschaft geritzt. Die linke Hand sollte ihre Bürde ablegen. Sie gibt mich frei. Der Einfluss der Göttlichen reicht weit, aber es ist stets ihre linke Hand, die für sie handelt. 1000 Lügen, 1000 Tode. Es waren ihre Befehle, aber es ist mein Gewissen, auf dem die Folgen lasten. Sie hat sich im Nichts entschuldigt. Sie sagte, sie habe euch im Stich gelassen. Das ist es, was sie damit gemeint hat. Justinia hatte die ganze Zeit über Angst, dass sie mich benutzt. So wie ich in der Vergangenheit benutzt wurde. Aber Marjolaines Spiele waren nur Kleinigkeiten. Justinia hat mit dem Schicksal von Nationen gespielt. Sie brauchte mich. Niemand sonst hätte tun können, was ich getan habe. Und das wusste sie auch. Dann müsst ihr es hinter euch lassen. Lasst sie hinter euch. Ihr seid ihr nichts mehr schuldig. Das denkt ihr? Jetzt? Nach allem, was ihr gesagt und getan habt? Ich habe bei Butler gezögert, ihr hingegen nicht. Ihr gabt mir den Glauben, sein Tod wäre die richtige Antwort. Nach Haven waren wir uns einig, dass der Krieg auch Opfer erfordert. Wir müssen tun, was nötig ist. Das waren eure Worte. Und meine arme, teure Natalie.
Ich nannte sie einst Schwester. Und doch konnte ich es nicht riskieren, sie am Leben zu lassen. Sagt mir nicht, ich solle das alles hinter mir lassen. Nicht nach allem, was ich geopfert habe, um hierher zu kommen. Justinia hat versucht, mich zu retten. Aber dadurch ist mir nur eines klar geworden. Ich muss nicht gerettet werden. Auf mich wartet Arbeit. Wir sehen uns in der Himmelsfeste. Victoire leidet unter dem Verlust ihrer Agentin. Gut. Ihr Nachschublager ist in Morel. Zerstört es. Die oberste Klerikerin Victoire will sich die Inquisition zum Feind machen? Das kann sie haben. Hat Victoire nicht einen jungen Vetter? Lord Fermin? Sie schwärmt doch für ihn. Ja, Herrin. Ich denke, dem ist so. Gut. Lasst ihn abholen. Er wird unser geschätzter Gast sein und sorgt dafür, dass die oberste Klerikerin davon erfährt. Wie ihr wünscht. Ihr seid recht hart zur obersten Klerikerin, findet ihr nicht? Harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen, Inquisitor. Wisst ihr, wenn ich rücksichtslos bin, erreichen wir unsere Ziele. Darauf kann man doch stolz sein. Wieso sollte ich daran etwas ändern? Schon witzig, dass ihre Reue mein eigenes Gewissen beruhigt. Ich habe mich entschieden, ihre linke Hand zu werden. Mir war klar, was das heißt. Es war meine Schwäche, die verhinderte, dass ich meine Aufgabe voll und ganz erfüllte. Ihr habt ein gutes Herz. Das ist keine Schwäche. Ihr seid zu freundlich, Inquisitor. Nennt es, wie ihr wollt. Die Inquisition braucht mich. Ebenso, wie mich die Göttliche brauchte. Um zu tun, was niemand sonst wagt. Tod und Täuschung sind mein Geschäft. Das bin ich. Und das werde ich auch immer sein.